Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung, zu einem neuen Buchtipp. Und zwar geht es um dieses Buch hier. Das ist von Alexandra Karmeng, Kinder achtsam erziehen, wie sie Wut, Streit und Geschrei aus dem Familienalltag verbannen, aus dem Humboldt Verlag. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Und ich möchte euch das Buch vorstellen, weil ich in letzter Zeit, vor allen Dingen in der Sprechstunde, wieder sehr oft mit diesen Themen konfrontiert wurde und ich da ja aber überhaupt kein Experte bin und deswegen euch da gerne was an die Hand geben möchte, wenn ihr da was lesen möchtet, etwas, was ich euch empfehlen kann, was ich als sehr, sehr gut empfinde. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, was ich euch erzählen wollte, deswegen muss ich immer mal wieder hier so auf meinen Spickzettel schauen. Also es werden wirklich sehr viele Problematiken angesprochen, die einfach für uns im Familienalltag total gängig sind. Ne? Es fängt beim Essen an, was sehr oft schwierig ist, geht darüber, dass Kinder ja oft sehr, sehr ehrlich sind und das manchmal auch zu unangenehmen Situationen führen kann. Es geht auch um das Thema Monster bzw. auch Ängste bei Kindern. Es geht natürlich auch um Wut, um Neid, zum Beispiel auch zwischen Geschwistern. Was auch ein sehr wichtiges Thema ist, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Thema Kommunikation. Und wie man wirklich durch super simple Sachen, das ist wirklich super simpel, das ist so ein Minischalter, den ich umkippen muss, wie man da halt mega große Konflikte einfach vermeiden kann. Und in den meisten Fällen, indem man das einfach kindgerecht macht oder sich in das Kind einfühlt oder hineinfühlt. Und bei vielen, wo ich gelesen habe, dachte ich so, ja, das weißt du schon, ja, das stimmt. Und habe dann aber mal reflektiert, wann hast du das letzte Mal gemacht? Und das war für mich deswegen auch nochmal ganz, ganz gut. Es ist sehr anschaulich gemacht. Ihr habt immer mal wieder auch Begrifflichkeiten erklärt, wenn es nicht so gängig ist. Ihr habt wundervolle Fallbeispiele. Es gibt auch Geschichten, die man dann wiederum nutzen kann, um das wirklich in den Alltag mit den Kindern zu integrieren. Hier wird auch wirklich darauf hingewiesen oder empfohlen, dass es immer sehr schön ist, Sachverhalte, die für uns Erwachsene sehr, sehr logisch sind, für Kinder ein bisschen schwer begreiflich, einfach mit Geschichten für Kinder zugänglicher zu machen. Hier war auch ein Buchtipp, wurde hier auch empfohlen. Das habe ich mir sofort bei Amazon bestellt zum Beispiel. Und das ist sehr, sehr schön. Und ich möchte euch zwei Megatipps oder die Megatipps aus dem Buch für mich, die ich für mich mitgenommen habe, gerne jetzt nochmal ein bisschen vorstellen, damit ihr auch so ein bisschen einen Eindruck davon bekommt, wie das so zum Beispiel gemacht ist. Und zum einen ist das die Stressampel, die ich für mich jetzt übernommen habe. Und ich lese mal ein bisschen vor. Basteln Sie gemeinsam mit Ihrem Kind drei Smileys. Einen grünen mit lächelndem Gesicht, einen gelben mit neutralem Gesicht und einen roten mit bösem Gesicht. Während des Malens können Sie schon mal darüber sprechen, welche Bedeutung die Smileys haben und welche Gefühle dahinter stehen. Hängen Sie die Smileys jetzt in Form einer Ampel, also rot, gelb, grün, an eine Pinnwand in die Küche oder ins Kinderzimmer an die Wand. Besorgen Sie außerdem Wäscheklammern aus Holz und auf jede kommt der Name eines Familienmitglieds. Die jüngeren Kinder können auch ein Bild für sich darauf malen. Und wenn das nächste Mal eine Situation ist, die halt eskaliert oder zu eskalieren droht, geht man halt an diese Ampel und jeder sagt dann, wo er sich gerade befindet, wo sein Stresslevel ist, wie er sich gerade fühlt. Das ist für Kinder dann viel einfacher beschreibbar, weil Kinder können ihre Gefühle, ihre Emotionen nun mal nicht so ausdrücken, wie wir das können. Die wissen einfach nicht, die Worte fehlen ihnen meistens dafür, um das erklären zu können. Sie kennen das einfach nicht. Und deswegen helfen solche Dinge zum Veranschaulichen halt wirklich sehr, sehr gut. Und das andere, was ich echt gut fand, ist der Wutball. Besorgen Sie sich einen Anti-Stress-Ball. Es gibt sie in jedem Spielzeugladen, das sind kleine Bälle aus Gummi, gefüllt mit Sand oder Mehl. Erklären Sie Ihrem Kind, dass das jetzt der Familienwutball ist. Immer wenn jemand wütend ist, darf er diesen Ball nehmen und so fest er kann auf den Boden werfen. Ein paar Mal mindestens. Mit dem Ball kann man nämlich seine Wut wegwerfen. Wenn wieder mal ein Wutausbruch Ihres Kindes droht, geben Sie ihm den Wutball und es kann seine Wut herauslassen. Es soll ihn so oft und so fest es mag auf den Boden werfen. Dabei verraucht seine Wut, das tut richtig gut. Und das sind so ganz, ganz klitzekleine Sachen, die für den Alltag halt wirklich mega viel bringen. Und hier sind wirklich so diese ganz kleinen Stellschrauben, aber auch wirklich sehr, sehr viel Praktisches, was man unglaublich gut umsetzen kann. Deswegen möchte ich euch das gerne ans Herz legen für all diejenigen, wo das so ein bisschen ein Thema ist. Es geht auch um Themen wie
Selbstvertrauen bei Kindern schaffen, Kinder mutiger machen. Es geht darum, die Resilienz zu stärken, Widerstandsfähigkeit auch bei Kindern zu erhöhen. Das ist ja auch was, womit ich mich beschäftigt habe, wo es ja sogar auch einen Audiokurs gibt. Und was ich auch als sehr, sehr wichtig empfinde, sowohl bei Erwachsenen die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit zu stärken, aber natürlich auch bei den Kindern frühzeitig damit zu beginnen. Also ich finde das ein wirklich rundum sehr, sehr gutes Werk. Anders als der Titel eventuell vermuten lässt, ist es überhaupt nicht esoterisch angehaucht. Wirklich überhaupt gar nicht. Ist wirklich super, super praktisch für jeden geeignet. Und deswegen, es ist auch nicht dick. Also das hat man wirklich auch in kurzer Zeit durch. Das hat 200 Seiten. Und da kann man dann immer mal wieder nachschlagen und blättern. Es kommt ja immer mal wieder zu einer Situation, die man so vielleicht noch nicht hatte. Und dann findet man hier drin eigentlich immer einen guten Tipp, was man ausprobieren könnte. Und ja, weil halt oft das Thema in letzter Zeit kam, dachte ich, ich stelle euch da mal ein passendes Buch vor. Hab's euch, wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt und hoffe, dass euch dieser kleine Buchtipp gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!